Noch steht er, der Uniturm. Noch 4 Tage, dann wird nur noch Schutt von ihm übrig sein, wenn denn die Zeitplanung hinhaut. Knapp 1 Tonne Sprengstoff wird ihn dann zu Fall bringen, den alten Uniturm, der Anfang der 70er Jahre gebaut wurde. Zur besten Gottesdienstzeit also wird er gesprengt, sodass er in 2 Teile zerbirst und die dann zu beiden Seiten zu Boden gehen. Binnen 10 Sekunden wird sich da zeigen, ob sich die Arbeit von einem halben Jahr gelohnt hat. Wie ein Spinnennetz sieht es in den unteren Ebenen aus. Hier wird es am heftigsten krachen. Die Zünder sind elektronisch, das ist sicherer. Alleine dürfen wir im Turm keinen Schritt mehr machen. Er ist ein Hochsicherheitstrakt geworden. Das Landeskriminalamt beobachtet uns, auch wenn wir nicht wissen, von wo. Keinesfalls dürfen Zündschnüre abhanden kommen, die überall von den Wänden hängen. Die Menge an Sprengstoff ist genau kalkuliert. Auch für die Zuschauer ein Gänsehautmoment. Stockwerke, 116 Meter Höhe, 1 Tonne Sprengstoff. Der Frankfurter Universitätsturm ist Geschichte. 4, 3, 2, 1, 0, Sprengung! Das ist alles, was von Frankfurts Uniturm übrig blieb. Aber trotzdem, der Tag ist noch lange nicht vorbei. Mehr bleibt nicht vom 116 Meter hohen Universitätsturm. Erst zerlegte ihn rund 1 Tonne Sprengstoff, jetzt zerkleinert ein 90 Tonnen schwerer Bagger, was von 38 Etagen blieb.